Er ist bestimmt nicht von irgendeinem Fahrzeug runtergefallen. Der Stamm ist von diesem Holzstapel auf die Straße gezerrt worden. Ja, die Schleifspur ist eindeutig. Kommen Sie noch einmal her, bitte. Sie waren doch der Erste hier an der Unfallstelle, nicht wahr? Ja, von dem Hof da drüben. Ich hab den Zusammenbruch gehört. Meine Frau hat gesagt, da ist was passiert. Wir sind aus dem Haus rausgelaufen und haben das Feuer gesehen. Ich bin gleich losgerannt, wenn man denkt, dass ich vielleicht noch helfen kann. Aber da war nichts mehr zu machen. Wem gehört der Wald hier? Der gehört zu meinem Hof. Das ist mein Wald. Haben Sie die Bäume gefällt? Ja. Ich, meine Söhne und ein paar Holzarbeiter. Haben Sie die Kette da angebracht? Ich? Nein. Wo kommt ihr, Frau Dr. Schwinn? Wer hat denn das über die Straße gelegt? Was fragst denn mich? Ich weiß doch auch nicht! Danke. Es geht um Folgendes, Frau Dr. Schwinn. Ich weiß, worum es geht. Was Sie wissen wollen, ist, war es ein Anschlag auf mich oder war es eine gewöhnliche, wie nennen Sie das, eine Straßenfeuerung? Ja, exakt. Ich denke, das können Sie ausschließen. Und warum? Eine wenig befahrene Straße, die späte Stunde. Hier sind nur Bauern unterwegs. Keine Leute jedenfalls, bei denen man auf diese Weise Beute machen kann. Ah. Ja, was ist es also? Ein Anschlag auf irgendjemanden, gleich auf wen? Ein dummer Jungenstreich. Jemand will wissen, wie das ist, wenn ein Auto verunglückt, wie ein Mensch verbrennt. Auch das ist nicht auszuschließen. So wenig wie der Verdacht, dass der Anschlag wirklich Ihnen galt. Danke. Bleiben Sie ruhig hier, Frau Zien. Wenn der Anschlag mir galt... Dann muss der Täter gewusst haben, wo Sie waren. Dass Sie und vor allem wann Sie diese Stelle der Landstraße passieren würden. Wann wurden Sie zu Ihrem Patienten gerufen? Gegen 10. Hat danach vielleicht noch irgendjemand angerufen? Ja, es hat einen Anruf gegeben. Einen sehr merkwürdigen Anruf. Wieso merkwürdig? Es war ein Mann, der wollte Sie sprechen. Ich sagte, Frau Doktor ist nicht zu Hause, geben Sie mir Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Frau Doktor wird zurückrufen. Aber er gab seinen Namen nicht, auch nicht seine Nummer. Er wollte unbedingt wissen, wo Sie sind. Haben Sie es ihm gesagt? Ja, ich habe es ihm schließlich gesagt, weil er es gar so dringend machte. Sagen Sie, war ihm die Stimme bekannt? Nein. Ich bin ganz sicher, dass dieser Mann noch nie angerufen hat. Wenigstens nicht, wenn ich am Apparat war. Der unbekannte Anrufer wusste also, dass Sie, Frau Doktor, bei diesem Patienten waren. Ja, dann wusste er auch, dass ich durch den Wald zurück muss. Aber es fahren doch noch mehr Autos auf dieser Straße. Wer kennt Ihren Wagen? Das Kennzeichen war beleuchtet. Und hat Zeit, einen Baumstamm aus dem Wald heraus über die Straße zu ziehen? Es müssen mehrere Täter gewesen sein. Die ganze Vorbereitung lässt drauf schließen. Also, einer wartet weiter oben in der Straße, sieht Ihren Wagen vorbeifahren. Eine Abzweigung gibt es nicht, also kann da kein anderer Wagen kommen. Und dann gibt er seinen Komplizen ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ich nehme an, mit einem Funksprechgerät. Die ziehen da mit einem PKW den Baumstamm über die Straße und verschwinden. Die Besatzung des Notarztwagens hat berichtet, dass am anderen Ende der Straße ein beleuchtetes Umleitungsschild aufgestellt war. Ja, die Gemeinde hat kein Schild aufgestellt. Also können es nur die Täter gewesen sein. Sie meinen also, ein überlegter Mordanschlag? Die Umstände sprechen dafür. Aber wer um Himmels Willen sollte so etwas tun? Das weiß ich nicht. Wissen Sie es nicht? Nein. Ich bin keine bequeme Ärztin, manchmal vielleicht weniger höflich, als ich sein sollte. Ich sage die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist. So gesehen habe ich Feinde. Aber da ist doch niemand dabei, der mir deshalb nach den Leben trachtet, vorziehen. Wir sind ziemlich verschrien. Was sind wir? Das wissen Sie vielleicht selbst nicht so, aber man hält sie für ziemlich kühl, für arrogant. Na, es gibt Leute, die mögen uns nicht und es gibt Leute, die mögen uns. Und die, die uns nicht mögen, die bleiben eben weg und gehen woanders hin. Es gibt ja noch zwei Ärzte in der Gegend. Na, denken Sie mal nach, Frau Doktor, vielleicht haben Sie wirklich einen, sprechen wir es ruhig aus, einen Todfeind. Nein. Bitte geben Sie uns mal einen Überblick über Ihre Bekannten, über Ihre Patienten. Sie verlangen doch nicht etwa im Ernst von mir, dass ich Ihnen irgendetwas über meine Patienten sage. Na, vielleicht über die, die Sie nicht mehr haben, die von Ihnen weggegangen sind. Sehen Sie, es könnte ja sein,
Dass es zum Beispiel, nun ja, dass es Leute gibt, die Sie verantwortlich machen für... Für was? Sie meinen für einen Kunstfehler, um es mal so zu sagen. Ja. Sie glauben, dass es Leute gibt, die mich für den Tod eines Angehörigen verantwortlich machen? Ja, wäre das so unmöglich? Nein, nein. Unmöglich ist sowas nicht. Manche Leute finden in ihrem Kummer, in ihrem Unglück so etwas wie ein Ventil. Der Arzt ist schuld. Gibt es so einen Fall bei Ihnen? Ich werde nicht anfangen, meine Patientenkartei daraufhin durchzusuchen. Frau Doktor, da ist jemand gestorben. An Ihrer Stelle gestorben, auf grässliche Weise. Und Sie stellen sich vor Ihre Patientenkartei? Gut, wir können sie durchgehen. Aber ich weiß jetzt schon, bei jedem Namen werde ich Ihnen sagen, unmöglich. Es sind keine Mörder darunter. Kommen Sie. Sie muten mir etwas Unglaubliches zu. Ich will keine Krankengeschichten von Ihnen. Ich möchte mir nur einen Überblick verschaffen. Nicht mal Namen darf ich Ihnen nennen. Na gut, das muss ich akzeptieren, aber wir werden uns umhören, überall. Wir werden jeden Bekannten von Ihnen fragen, jeden Patienten, jeden, von dem wir wissen, dass er Sie kennt. Tun Sie, was Sie tun müssen. Und haben Sie keine Angst. Ich vergesse nicht, dass jemand für mich gestorben ist. Noch etwas, Frau Doktor. Wenn der Anschlag Ihnen galt, dann muss man damit rechnen, dass er wiederholt wird. Wohnen Sie allein im Haus? Ja, mit meiner Frau Zien. Ja, glauben Sie denn... Dass Sie in Gefahr sind, in Lebensgefahr, ja. Haben Sie Angehörige? Ich habe einen Bruder, einen Neffen, das ist alles. Könnte einer von denen bei Ihnen wohnen? Um Himmels Willen. Wenn ich mir meinen Bruder als Beschützer vorstelle, was würden Sie dazu sagen? Ich hätte nichts dagegen, trotz allem. Wenn ich das so höre, kriege ich es mit der Angst zu tun. Und ich kriege es mit der Angst zu tun, wenn ich mir meinen Bruder hier vorstelle. Ein Alkoholiker. Und wie ist das mit Ihrem Neffen? Ich habe mit beiden nicht mehr viel zu tun. Ja, vielleicht für ein paar Tage, bis der Fall etwas klarer geworden ist. Ja, ich werde es überlegen. Ja, hallo, Kolpe. Wer ist da? Martha. Bin ich ja sprachlos. Du rufst mich an. Diese Zeit. Wie spät haben wir es denn? Was? Sag das nochmal. Mordanschlag? Auf dich? Ich habe hier nur ein Glas geholt. Na, auf den Schreck darf ich doch wohl einen trinken. Hm? Ob ich was? Seit Jahren hast du doch mit mir nichts zu tun. Mit mir nicht und mit Bruno nicht. Wir existieren doch gar nicht für dich. Ach, was red doch nicht, so ist das doch. Wir sind doch völlig luftfähig und auf einmal erwartest du von uns Hilfe. Nein, nein, ich komme nicht. Tut mir leid. Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann ist das deine Sache. Deine allein. Vergiss, dass ich dich gefragt habe. Du bist wahrscheinlich sowieso viel zu betrunken. Moment, Mama, da kommt Bruno gerade. Weißt du, wer hier am Apparat ist? Nee, sag schon, ich bin kein Hellseher. Deine Tante. Ach nee, darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, hab ich auch gesagt. Ach nee. Und, was will sie? Mein Bruder, mein Neffe. Als ob sich da was geändert hätte. Ist das immer noch nicht besser mit seinem Trinken? Ach, was hab ich alles versucht, ihn davon abzubringen. Aber einen Alkoholiker heilen, das ist wohl das Schwerste. Ich hab's auch aufgegeben. Hallo, Albert? Moment noch, Martha. Und, warum ruft sie an? Sie möchte, dass jemand von uns rauskommt und ein paar Tage da bleibt. Weil sie eine scheiß Angst hat. In der Not frisst der Teufel jetzt auch Verwandte, was? Naja, dann geh mal hin. Was sollst du denn da sein? Eine Art Hofhund? Du? Ich geh doch auch nicht. Denk doch gar nicht dran. Und du musst das doch auch nicht, wenn du nicht willst. Hab ich vielleicht einen Grund, dahin zu gehen? Das sag ich doch gar nicht. Hab ich das gesagt? Wieso fragt sie uns? Auf einmal uns. Jahrelang hört man nichts von ihr und plötzlich ruft sie an. Kannst du mir sagen, wieso? Ja, sie denkt, dass... Wiederholt sich. Nein, sie denkt das nicht, die Polizei denkt das. Geht mich nichts an, sag ihr das. Also, Martha. Moment mal. Was, Moment mal? Ich sage, Moment mal. Halt doch mal den Hörer zu. Sind die da? Wer? Die Polizei, meine ich. Ob die Polizei noch da ist? Du redest doch von der Polizei. Sag mal, ist die Polizei noch da? Nein, ist nicht mehr da. Sag ihr, ich komme. Du gehst dahin? Du hörst doch, was ich sage. Ja, Martha, er kommt. Bruno kommt.
Ja, jetzt. Jetzt gleich. Ich denke, das will sie. Ja, er kommt, Martha. Muss denn das jetzt noch sein? Mitten in der Nacht? Ein Glas, Bruno, bitte eins. Ein Glas. Warum nicht gleich die ganze Flasche? Kannst du es denn nicht lassen? Geht es denn gar nicht? Wird schon gehen, Bruno, wird schon gehen. Irgendwann klappt das. Nur im Moment nicht. Warum nicht in diesem Moment? Falls nicht der richtige Moment ist. Sauf doch. Wer ist da? Ich bin's, Tantchen. Mach auf! Abends. Wie siehst du denn aus? So kenne ich dich ja gar nicht. Wie sehe ich denn aus? Blass, erschrocken, ängstlich. Hast du Angst? Komm rein. Oh, entschuldige, ich bin mit der Taxi da. Der Mann verlangt 25 Mark. Das ist mehr, als ich habe. Bezahlen Sie das Taxi. Ich hole schnell Geld. Das hätte gereicht, wenn du morgen gekommen wärst. Dann kann ich ja wieder gehen. Ach, nicht so dummes Zeug. Du bist nun hier und ich bin dir dankbar. Das hört sich schon besser an. Also, was soll ich tun? Mich vor die Tür legen, bellen, wenn jemand kommt? Entschuldige, aber irgendeine Vorstellung musst du doch haben, oder? Ich stellte mir vor, du schläfst im Gästezimmer. Nur, dass noch jemand im Haus ist, dass ein Mann im Haus ist. Die Frage ist nur, ob du einer bist. Sau komisch. Da versucht dich einer umzubringen, aber deine Ironie, die verlierst du nicht. Was bin ich denn in deinen Augen? Jemand, den ich bisher noch nicht ernst nehmen konnte. Der mir noch keinen Respekt abgenötigt hat. Respekt? Was ist denn das überhaupt? Gibt's das auf Rezept? Sei doch nicht albern. Okay. Aber sag mir doch mal eins. Wer kommt auf die Idee, dich umzubringen? Hat schon jemand versucht, diese interessante Frage zu beantworten? Ich weiß nicht, weshalb. Kommen Sie bitte mit in die Küche. Ich habe Ihnen noch was hergerichtet. Na, großartig. Das gefällt mir. Das ist ein Leben. Landwurst. Direkt vom Bauern, was? Bezahlen die so ihre Rechnungen? Ja, Frau Doktor, Respektperson mit Anspruch auf Verehrung. Darauf hat sie immer bestanden. Auch mir gegenüber, meinem Vater gegenüber. Ach was. Frau Doktor hat sich immer um die Familie gekümmert. Sie hat ja nur Sie beide, Sie und Ihren Vater und niemanden sonst. Davon habe ich noch nichts gemerkt. Na, Sie können Ihrer Tante wirklich keinen Vorwurf machen. Sie hat sich rührend um Ihren Vater gekümmert. Rührend? Jawohl, ich habe gesagt rührend. Sie hat nichts unterlassen, ihm das Trinken abzugewöhnen. Aber zu früh aufgehört damit. Keine Geduld. Sie hat keine Geduld gehabt. Da hat meine liebe Tante einen kleinen Fehler. Sie hat keine Geduld und kein... Kein was? Verständnis, wollte ich sagen. Wissen Sie, was ich glaube, was hier passiert ist? Na, was? Irgendein armer Hund, dem sie kein Verständnis entgegengebracht hat, dem ist die Sicherung durchgebrannt. Und er hat sich gedacht, tot ist Frau Doktor auch nicht schlecht. Machst du nicht mal eine Pause zwischendurch? Ein Bier trinken oder sowas? Nein, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Sowas ist dir fremd, völlig fremd, was? Ja, muss ich zugeben. Ich frag mich nur, was hast du eigentlich davon? Außer Geld verdienen natürlich. Und die Ärzte verdient ja nicht schlecht, oder? Rauch gefälligst nicht im Wagen. Rauchen macht mich krank. Entschuldige, habe ich vergessen. Ich habe dich überhaupt noch nicht gefragt, ob du überhaupt Zeit hast, die paar Tage bei mir zu bleiben. Mach dir darüber keine Sorgen. Was arbeitest du eigentlich? Im Moment ernährt mich der Staat. Bemühst du dich um eine Stelle? Natürlich, Tantchen. Immer. Bin ganz versessen darauf. Ich werde dich für deine Tätigkeit bei mir bezahlen. Das ist gut. Kriege ich Kilometergeld? Du wirst dich nicht beklagen müssen. Weißt du, umsonst hätte ich das nämlich nur sehr ungern getan. Das war richtig sowas wie ein Hintergedanke von mir. Halt bitte da vorne rechts an dem Haus. Okay, Frau Doktor. Verhaltensmaßregel. Ich steige zuerst aus, sichere das Gelände. Herr Schlupf, Herr Doktor. Grüß Gott. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag. Das ist mein Neffe Bruno Kolbe.
Er fährt mich und wohnt bei mir für die nächste Zeit. Sehr vernünftig. Komm, setz dich da hinten und trink ein Bier, wenn du willst, aber bitte nur eins. Mach ich. Sie geben mir sicher noch ein paar Tipps, wie man sich so als Leibwächter benimmt. Karate und so, ja? Bitte, ja. Okay, okay, ich verzieh mich schon. Bitte schön. Was darf ich bringen, Frau Doktor? Ein Glas Tee, bitte. Und der? Frau Dr. Schön, der Erste, der gestern Nacht an der Unfallstelle war, das war Herr Bausch. Kunststück, er wohnt ja da, 100, 200 Meter entfernt. Der Wald gehört ihm, nicht? Ja, ich glaube. Kennen Sie die Familie? Ja, ich kenne sie. Familie besteht aus Herrn und Frau Bausch und aus... Drei Söhnen. Ja. Einer von Ihnen, der Jüngste, war Ihr Patient? Ja. Der war, das heißt, er ist geistig behindert und er wurde von Ihnen auf Ihre Veranlassung in eine Anstalt eingewiesen. Ja, das ist richtig. Die Familie war aber mit dieser Einweisung nicht einverstanden. Sie hat sich entschieden dagegen gesträubt. Sie hat alles versucht, diese Einweisung wieder rückgängig zu machen. Sie, Frau Dr. Schwenn, haben darauf bestanden. Gutachten anderer Ärzte, entsprechender Fachärzte, haben Ihre Auffassung bestätigt. Und der junge Mann, wie alt war er? 16. Verschwand also in einer geschlossenen Anstalt. Ihre Diktion gefällt mir nicht. Er verschwand nicht, sondern er wurde in ärztliche Obhut genommen. Sie haben sich damit den Hass der Familie zugezogen? Ja. Die Söhne haben ihn doch gedroht. Ja, ich habe davon gehört. Es sollen sehr kompakte Drohungen gewesen sein. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Morddrohungen? Das ernst zu nehmen, wie Sie es offensichtlich tun, wäre ein großer Fehler. Alles, was in Erregung gesagt wird, hat den Sinn, sich von Erregung zu befreien und ist somit nicht ernst zu nehmen. Sie halten es für unmöglich, dass jemand aus der Familie Borsch die Tat begangen haben könnte? Für unmöglich? Um Himmels Willen, was fragen Sie mich da? Was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich nichts sagen. Weil Sie es eben nicht für unmöglich halten. Unmöglich ist auf dieser Welt gar nichts. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss weiter... meine Patienten machen. Bruno! Bin schon zur Stelle. Habe ich das Bier geschenkt bekommen? Ein Tee an dir. Zweimal auf Zief, Frau Doktor. Dankeschön, Sir. Dankeschön, Frau Doktor. Auf Wiederschauen. Sag mal, hast du keinen Pfennig-Geld bei dir? Erinnere dich, Tantchen. Ich bin gestern Nacht zu dir gekommen. Die Bank hatte zu. Steck das ein. Was denn, 100 Mark? Macht Angst großzügig? Entschuldige, ich halte schon den Mund. Grüß Gott, Herr Borsch. Herr Borsch. Gott. Wir müssen noch mal mit Ihnen sprechen. Natürlich. Bitte schön. Dankeschön. Wer den Hund ein? Die Einweisung erfolgte gegen den Willen der Familie. Aber nach dem Gutachten mehrerer Ärzte. Ärzte? Sie sehen das, was Sie als Krankheit nennen. Nur das, sonst nichts. Die Einweisung war falsch. Sie wird den Jungen zerstören. Vollständig zerstören. Hier im Haus, in der Familie, umgeben von allen. Da konnten wir seine Krankheit in Grenzen halten. Es gab Pausen, in denen er etwas empfunden hat. Frieden empfunden hat. Aber das ist ja nun vorbei. Verriegelte Fenster, Türen ohne Griffe. Kein Frieden mehr, keine Pausen mehr. Nur Zerstörung. Dass wir damit nicht einverstanden sein können, das ist doch nur logisch. Sie sollen Frau Dr. Schwenn bedroht haben. Bedroht? Ja. Sie und Ihre Söhne. Und es sollen Morddrohungen gewesen sein. Seit gestern warte ich darauf, dass ich das höre. Wird schon jemand kommen, dachte ich, der uns das jetzt vorhalten wird. Wer war's denn? Frau Dr. Schwenn? Nein, die nicht. Spielt auch gar keine Rolle, wer es war. Wichtig ist doch bloß, was Sie für Schlussfolgerungen draus ziehen. Stehen wir jetzt unter Mordverdacht? Ich, meine Söhne, vielleicht auch meine Frau. Herr Bausch? Sie waren gestern der Erste, der an der Unfallstelle war. Die Erklärung habe ich Ihnen doch gegeben. Wo waren Ihre Söhne? Die haben geschlafen. Die haben nichts Geringste mitgekriegt. Sind nicht einmal wach geworden. Sie haben sie nicht geweckt? Nein. Wo schlafen Ihre Söhne? Ihre Zimmer sind oben. Und Sie wissen genau, dass Sie oben waren? Ich habe nicht nachgeschaut, wenn Sie das meinen. Bin nicht aufgegangen, habe die Tür nicht aufgemacht und nicht in Ihre Betten geschaut. Da gehen die immer so früh schlafen. Sie müssen früh raus. Drum ging es früh schlafen.
Nun, Moment mal. Schließlich sind es Ihre Söhne gewesen, die gesagt haben, der werden wir es heimzahlen. Ich weiß nicht, ob Sie es so gesagt haben. Es gibt Zeugen dafür. Liebe Zeit, was sagt man nicht alles, wenn man aufgeregt ist? Man hat mir mein Kind weggenommen! Ihre Söhne? Mein Sohn Robert, mein Sohn Alfons. Hat einer von Ihnen, oder haben Sie gemeinschaftlich gestern Nacht einen Baumstamm quer über die Straße gelegt, mit der Absicht, die Ärztin Dr. Schwenn zu töten? Das ist ein offenes Wort. Da lässt sich nichts dagegen sagen. Das war deutlich. Beantwortet die Frage? Nein, von uns war es keiner. Wir haben überhaupt nichts mitgekriegt, wir haben geschlafen. Meine Frau ist Zeuge. Sie nehmen doch Zeugen aus der Familie. Uns hilft jeder Zeuge, wenn er glaubwürdig ist. Das sind wir wohl nicht. Da können wir ja gleich den Mund halten. Obwohl wir nämlich was zu sagen hätten. Na, dann sagen Sie es mal. Ich habe nämlich mit meinen Söhnen gesprochen. Sie haben eine Wahrnehmung gemacht. Was für eine? Ja, wissen Sie, die Sache ist so. Vor ein paar Tagen haben wir jemanden bei uns im Wald gesehen. Einen Mann haben Sie gesehen, der einem verdächtig vorkam. Wo war das? Da, im Wald, an der Straße. Da, wo es passiert ist. Weiter. Wieso ist er euch verdächtig vorkommen? Ja, der ist da so rumgestanden. Bei dem geschlagenen Holz. Ohne Grund. Ohne ersichtlichen Grund. Er sah sich um, orientierte sich. Na, so war's doch, nicht? Ja, so ist uns das vorkommen. Na, Sie hören's doch, der Mann benahm sich verdächtig. Als er den Traktor hörte, da verschwand er sofort. Ja, vielleicht ein Autofahrer, der aus einem anderen Grund im Wald war. Er war zweimal da, an zwei verschiedenen Tagen. Jetzt setzt es mit dem Holz. Ja. Hat sie an dem Holz zu schaffen gemacht. In welcher Weise? Ein Stamm. Ich habe Ihren Sohn gefragt. Ein Stamm lag am Boden, neben dem Stapel. So, als ob der Mann versucht hätte, ob er diesen Stamm bewegen kann. Ob er die Kraft dazu hat. Haben Sie diesen Mann, von dem Sie da sprechen, haben Sie ihn bei dieser Tätigkeit gesehen? Ja, nicht direkt, aber der Mann war da. Wir haben ihn sogar später nochmal gesehen. Können Sie diesen Mann beschreiben? Ja, ungefähr Mike Ress. Sehr sportlich. Ne? Ja. Was hat er denn angehabt? Blue Jeans, dunkle Jacken und einen hellen Rollkragenpullover. Stimmt's? Ja. Also, der Mann sah Sie kommen und dann... Da ist er gleich weggefahren. Ist weggefahren? Hat einen Wagen dabei gehabt? Ja, ja, er hat sich reingesetzt und ist gleich davon gerast. Können Sie das Auto beschreiben? Gelb. Die Nummer haben Sie nicht zufällig gesehen? Ist alles so schnell gegangen, aber das K habe ich nur erkennen können auf dem Nummernschild. Der Wagen war aus Köln. Köln? Ja, K ist doch Köln, oder? Ja, K ist Köln. Angst, Tantchen? Tagsüber sah es so aus, als hättest du keine. Da warst du im Betrieb, in deinem Element, warst abgelenkt. Aber jetzt, abends, dann machst du einen ganz anderen Eindruck. Findest du? Du akzeptierst etwas nicht. Was akzeptiere ich nicht? Dass du unbeliebt bist. Das bist du nun wirklich. Vielleicht bist du tüchtig, wahrscheinlich sogar ungeheuer tüchtig, aber es mag dich keiner. Wenn ich, um mal von mir zu sprechen, gestern gehört hätte, deine Tante ist tot, also in mir hätte sich nichts gerührt. Überhaupt nichts. Gib mir auch ein Glas, bitte. Du kommst doch nicht etwa ans Trinken. Ich denke, du kannst Trinker nicht ausstehen. Dein Bruder, der ein Trinker ist, den würdest du doch glatt auf der Straße krepieren lassen. Oh nein, Entschuldigung. Du würdest ihn einweisen. Wenn du doch nur den Mund halten würdest. Ich tue, was du willst. Du hast mich gemietet. Wie geht es deinem Vater? Du fragst, wie es ihm geht? Hörst du ja. Schlecht. Er kann es einfach nicht lassen. Das Trinken. Ja, ich habe ihn damals eingewiesen, weil... Eingewiesen? Sowas kann man nicht ambulant behandeln. Er ist weggelaufen, durchgebrannt. Mochte nicht, wollte nicht. In der Gosse wurde er gefunden. Tja, das ist Ihre Heimat. Wenn Sie sonst keine finden. Entschuldige, ich rufe ihn nur an, weil ich hänge an ihm. Ich kann ihn einfach nicht allein lassen. Wer verloren, verstehst du? Mich kostet es manchmal auch alles an, glaub mir, aber was soll ich machen? Er braucht mich. Zu Hause ist er nicht. Wäre auch komisch. Um diese Zeit ist er längst, na, Rotantchen, in seiner Kneipe.
säuft und spielt. Spielt? Ja, das auch noch, was? Spielt Karten um Geld und verliert andauernd. Nicht mal das kann er. Weißt du, er hat irgendwann die Kurve nicht gekriegt, als Mutter starb. Seitdem läuft er neben sich her. Hat nichts mehr zum Festhalten. Und an dir konnte er sich auch nicht festhalten. Du hast nur deinen Medikamentenschrank aufgemacht, Pillen rausgesucht. Und als sie nichts nutzten, hast du ihn eingewiesen. Ich spüre deinen Hass, Bruno. Tatsächlich? So, jetzt haben wir uns fast eine Stunde lang unterhalten. Haben Sie nicht doch was zu sagen? Na? Und Sie? Ja, nicht. Herr Lippert? Kommen Sie bitte. Es war nicht sehr viel. Nein. Allein bei dem großen Unbekannten im Wald. Die sind ganz schön hart im Nehmen. Der Grund dafür könnte natürlich sein, dass es so ist, wie Sie sagen. Ist ja nicht auszuschließen. Sag mal, wann haben Sie diesen Mann gesehen? Zweimal, am Mittwoch und am Dienstag. Na, nun nehmen wir mal an, diese Aussage stimmt. Dann war der Wagen mit der Kölner Nummer, der war ja nicht auf der Durchreise. Der muss ja einige Zeit hier in der Gegend gewesen sein. Muss ich ja nachweisen lassen. Wir haben eine Beschreibung des Mannes. Das heißt, wenn sie stimmt, ungefähr so groß wie der junge Borsch, sportlicher Typ, mit Blue Jeans, dunkle Jacke, heller Rollkragenpullover. Ja, hoffentlich tut er uns den Gefallen und zieht sich nicht um. Wer? Warum bist du so zynisch? Zynisch? Vergiss nicht, dass ich kein Akademiker bin. Zu schwierig darf eine Konversation nicht sein. Da falle ich glatt aus. Dann sage ich es dir mit ganz einfachen Worten. Mir gefällt die Lage, in der ich mich befinde. Da ist was dran. Entschuldige, aber so ganz Unrecht hast du nicht. Du bist in der Klemme. Ich sehe, dass du nervös bist, dass dir die Angst hochkriecht. Ist es das, was dir gefällt? Du musst das verstehen, Tantchen. Wir haben deine Vorstellung von dem, was ein Bruder oder was ein Neffe ist, nicht erfüllt. Wir haben uns falsch verhalten. Da hast du uns abgehakt. Ganz einfach abgehakt. Als hoffnungslose Fälle. Das ist deine sogenannte Phantomzeichnung. Erkennen Sie ihn? Ja, der hat einmal da gegessen. Ich bin ganz sicher. Das war genauso ein Typ. Wann war das? Das kann ich nur ganz genau sagen. Wir haben gerade eine große Hochzeitsfeier gehabt mit vielen Gästen. Und da hat er sich dann auch noch beschwert, weil er so lange warten hat müssen. Das war vorigen Dienstag. War er allein? Ja, er war ganz allein. Hatte er einen Wagen dabei? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Hat er sich mit irgendjemand unterhalten, mit der Bedienung vielleicht? Da müsst ihr erst fragen. Weil die andere Bedienung, die kommt erst gegen 12. Aber die redet gern. Und mit jedem. Na, hoffentlich auch mit uns. Bringen Sie uns zwei Bier, wir warten hier auf Sie. Zwei halbe? Jawohl. Entschuldigen Sie, ich habe noch eine Frage. Ja? Bei einer Hochzeit wird auch sehr viel fotografiert. Sind da Fotos gemacht worden? Ja, ja, die haben alle durcheinander blitzt. Aber die Hochzeitfotos, die macht der Mann selbst. Wo finde ich den? Im Ort, am Marktplatz. Danke. Bitteschön. Sind das alle Kontakte? Ja. Er ist nicht drauf. Aber hier. Gelber Wagen. Kölner Nummer. Eugen Hacker, vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung, vor einem halben Jahr aus dem Gefängnis entlassen, wohnt bei seinen Eltern. Die sagen, er sei nach München gefahren, um dort Arbeit zu suchen. Hätte dort Bekannte. Guten Abend, Max, ist er da? Ja, ich, wie immer. Komm. Hier ist er jeden Abend. Das ist sein Zuhause. Zuhause nennst du das? Was gefällt dir nicht daran? Ich will es ja. Dass man hier keine Luft kriegt. Was machst denn du hier? Ich hab dir ja gesagt, den trifft der Schlag. Na, was sagst du? Denk nicht, dass das auf meinem Mist gewachsen ist. Sie wollte hierher. Dich sehen. Ich konnte es dir nicht ausreden. Darf ich dir die Herren vorstellen? Das sind ein paar Freunde von mir. Eugen Hacker. Achim Dahler. Frau Dr. Schwenn. Hier also verbringst du deine Tage. Und deine Nächte. Also bitte, was willst du hier? Was ich will? Ich sehe doch deinen Zustand. Der ist ja erbarmungswürdig. Komm bitte sofort mit. Warum soll ich denn mitkommen? Mitkommen mit dir? Weil man dir helfen muss. Sofort helfen muss. Tag und Nacht rauchen und trinken. Willst du dich umbringen? Er muss sofort weg von hier.
Ich werde dich in ein Sanatorium bringen. Ach, geh zum Teufel, Sanatorium, dass ich nicht lache. Geh doch dahin, wo du hergekommen bist, ich habe dich nicht gerufen. Jetzt wirf sie doch raus, sie hat dir nichts zu suchen. Lass dich doch untersuchen, Mann, das ist gratis. Schmeiß sie raus, ich will nicht, dass sie mich anfasst. Komm, komm, lass ihn. Hör zu, du musst mir sofort etwas aus der Apotheke holen. Dein Vater muss zur Ruhe kommen. Irgendeine Apotheke wird dir wohl Nachtdienst haben. Natürlich. Beeil dich, es ist dringend. Bin schon weg. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Ich habe wirklich keine Geduld gehabt. Ich habe dich vernachlässigt, dich und Bruno. Ja, das ist es, was ich mir jetzt vorwerfe. Es ist doch zu spät. Nein, nein. Wenn man seine Fehler einsieht, ist es nie zu spät. Jetzt halt doch den Mund. Bitte. Guten Abend, Frau Doktor. Dürfen wir einen Augenblick hereinkommen? Ja, bitte. Dankeschön. Ihre Haushälterin sagte uns, dass Sie hier bei Ihrem Bruder sind. Ich denke, wir sind einen erheblichen Schritt weitergekommen. Wir erkennen jetzt möglicherweise den Namen des Mannes, der den Mordanschlag auf Sie verübt hat. Also den Namen des Mörders. Den Namen des Mörders? Er heißt Eugen Hacker. Eugen Hacker? Ist Ihnen der Name bekannt? Ja, ich habe diesen Namen gerade vorhin gehört. Im Haus nebenan befindet sich ein Lokal. In diesem Lokal ist ein Hinterzimmer und dort spielt ein Mann Karten. Dieser Mann heißt Hacker. Mein Bruder hat ihn mir vorgestellt. Ein Freund deines Vaters. Nein, 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 wie kommen die denn darauf? Eugen Hacker, das ist doch der Mann, mit dem mein Vater immer Karten spielt, mit Hacker und mit Dahle. Er hat ihn dir doch eben vorgestellt. Auch Dahle ist ein Freund deines Vaters. Vielleicht auch Hackers Mordkomplize. Ich habe eben eine Überlegung angestellt. Was eigentlich passiert wäre, wenn es tatsächlich mich getroffen hätte? Wenn ich in meinem Wagen verbrannt wäre. Was soll denn das? Ein Haus gehört mir. Ich habe ein paar Grundstücke, Aktien, ein paar Beteiligungen. Kein Riesenvermögen, aber immerhin. Es würde ausreichen, jemanden von ein paar Sorgen zu befreien. Dich von deinen Sorgen zu befreien. Du hättest dann keine mehr. Du nicht, dein Vater nicht. Ihr könntet das Geld zum Fenster rauswerfen. Was hast du gemacht, Vater? Lass mich los, du sollst mich loslassen. Was hast du nur gemacht? Das ist Mord, Vater. Mord! Die Schulden, Junge. Die vielen Schulden. Ich wusste ja nicht mehr weiter. Das Spielen, das Trinken, die Verzweiflung. Was hast du zu tun mit Hacker? Mit Dahle? Ich habe ihn erzählt von meiner Schwester, der es gut geht. Die keine Sorgen hat, genug Geld hat. Da sagte Hacker, sie hat keine Angehörigen sonst.